Das beflügelte, beziehungsweise je nachdem, wie man sieht, vielleicht eher das entflügelnde Wort der letzten beiden Wochen war auf jeden Fall MCAS, das Maneuvering Characteristics Augmentation System der Boeing 737 MAX. Und ich denke mal, jeder von euch hat mittlerweile mitbekommen, was das grob so für ein System ist, was die Aufgabe von dem System ist und was es eigentlich bewirken soll. Trotzdem gibt es in den Kommentaren unter den letzten 737 MAX Videos immer noch Fragen zu dem System. Und da dachte ich mir, wir klären heute einfach mal, was das MCAS ist, wozu es überhaupt an der 737 MAX eingebaut wurde, wie das System in die Trimmung des Flugzeuges eingreift und wie das überhaupt alles funktioniert. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen jetzt schon mal einen guten Start in die neue Woche. Im ganz normalen Betriebsmodus der meisten heutigen Verkehrsflugzeuge ist es so, dass der Pilot vorne im Cockpit mit dem Steuerhorn bzw. mit dem Sidestick mehr oder weniger direkt, je nach Steuerungsphilosophie des jeweiligen Herstellers, das Höhenruder, den sogenannten Elevator, ansteuert. Bei einer 737, auch bei der 737 MAX, wird das Ganze Boeing-typisch natürlich mit einem Steuerhorn vorne im Cockpit gemacht. Drückt der Pilot das Steuerhorn von sich weg, dann wird der Elevator, das Höhenruder, nach unten ausgelenkt. Zieht er das Steuerhorn zu sich ran, dann wird der Elevator nach oben ausgelenkt. Das ist bis dahin also schon mal ganz logisch. Jetzt könnte man, um die Steuerdrücke vorne im Cockpit zu reduzieren bzw. komplett wegzutrimmen, um das Flugzeug zu trimmen, die Nullstellung dieses Elevators verändern. So wird das aber aus verschiedenen Gründen nicht gemacht, sondern um das Flugzeug zu trimmen, bewegt man diese ganze hintere Höhenflosse da am Heck. Also das nennt man dann Horizontal Stabilizer und der wird für die Trimmung des Flugzeuges komplett gedreht. Wirklich anders geht das aber auch gar nicht. Man muss nur mal überlegen, in welchen Geschwindigkeitsbereichen ein solches modernes Verkehrsflugzeug heutzutage unterwegs ist und da braucht man eine starke Trimmung. Dazu kommt natürlich, dass man an so einem Flugzeug noch eine ganze Menge rumkonfigurieren kann. Ein Fahrwerk, Bremsklappen, Landeklappen, all das verändert natürlich die Aerodynamik rund um die Maschine. Und da braucht man eben eine starke Trimmung, die durch das Drehen des kompletten Horizontal Stabilizers gegeben ist. Dazu behält man sich durch diese Art und Weise zu trimmen natürlich auch in allen Lebenslagen während des Fluges die Möglichkeit bei, den kompletten Bewegungsradius des eigentlichen Elevators, des eigentlichen Höhenruders zu nutzen. So kann ein Pilot bei 140 Knoten im Landeanflug auf den kompletten Bewegungsradius zugreifen. Genauso kann er das auch, theoretisch zumindest, bei einer True Airspeed von 450 Knoten im Reiseflug. Ihm bleibt die ganze Zeit der volle Bewegungsradius zur Verfügung. Und ich denke mal, es ist auch völlig klar, dass es natürlich auch die sehr viel effizientere Art und Weise ist, das Flugzeug zu trimmen, anstatt dass man da jetzt die ganze Zeit während des Reisefluges zum Beispiel, wo es eben darum geht, besonders effizient zu fliegen, anstatt da jetzt die ganze Zeit das Höhenruder in irgendeine Richtung auszulenken, damit das Flugzeug ohne Steuerdrücke vorne im Cockpit vernünftig geradeaus fliegen kann. Ansteuern können die beiden Piloten vorne im Cockpit der Boeing 737 die Trimmung ihres Fliegers über den Daumen am Steuerhorn, über so einen Doppelschalter oder über die beiden Trimmräder, die sich quasi an der Mittelkonsole vorne im Cockpit befinden. Das sind diese beiden Räder, die immer mal wieder während des Fluges vorne im Cockpit ultra laut am Rödeln sind. So viel also erst einmal dazu. Das ist jetzt wichtig zu wissen, um gleich zu verstehen, wo das MCAS jetzt genau angreift. Denn das geht nicht hinten an die Elevator, also an das eigentliche Höhenruder, sondern das MCAS hat Auswirkungen auf die Trimmung des Flugzeuges, bewegt also da hinten den gesamten Horizontal Stabilizer. Das System musste man in der Boeing 737 MAX verbauen, da sich das Verhalten des Flugzeuges bei hohen Anstellwinkeln, niedrigen Fluggeschwindigkeiten und dazu einer hohen Triebwerksleistung, das alles in der Kombination, das hat sich im Vergleich zum Vorgänger geändert. Bei jedem Verkehrsflugzeug, das die Triebwerke unter den Tragflächen verbaut hat, ist es nämlich so, dass eine plötzliche Schuberhöhung, vor allem bei diesen Bedingungen mit hohem Anstellwinkel und niedrigen Fluggeschwindigkeiten, immer für ein sogenanntes Pitch-Up-Moment sorgt. Das ist nicht nur bei der 737 MAX so, sondern bei allen Flugzeugen, die so konzipiert und so gebaut sind. Dazu mal, um das zu verstehen, ein ganz einfaches Beispiel. Stellt euch mal vor, wir befinden uns beispielsweise in einer Boeing 737 im Anflug auf irgendeinen Flughafen. Wir befinden uns auf dem Gleitweg runter zur Landebahn und die Fluggeschwindigkeit, die nimmt immer weiter ab, die Maschine wird also zu langsam. Um das jetzt zu korrigieren, also um die Fluggeschwindigkeit wieder zu erhöhen, müssen wir die Triebwerksleistung erhöhen. Ist ja eigentlich ganz logisch, wir schieben einfach wieder ein bisschen mehr Gas rein. Dazu müssen wir aber auch gleichzeitig die Nase des Flugzeuges absenken. Erst dann wird das Flugzeug auf dem Gleitweg runter zur Landebahn wieder schneller. Würde man an dieser Stelle jetzt nur die Triebwerksleistung erhöhen, um dann wiederum die Fluggeschwindigkeit zu erhöhen, was ja auch irgendwo ganz logisch klingen mag, dann müsste man erst einmal eine ganze Menge Power reinschaufeln, bevor überhaupt irgendetwas passiert. Und das Flugzeug würde sich dann viel eher nach oben hin aus dem Gleitweg herausheben, bei gleichbleibender Geschwindigkeit. Eventuell würde das Flugzeug durch das eben angesprochene Pitch-Up-Moment sogar noch mehr Fluggeschwindigkeit
Fluggeschwindigkeit abbauen, also noch langsamer werden. Reagiert der Pilot an dieser Stelle jetzt nicht, dann wird das tatsächlich irgendwann kritisch. Das ist Fliegen nach Pitch und Power. Das ist hier erst einmal wichtig zu verstehen. Mehr Triebwerksleistung bzw. mehr Schub bedeutet hier auf gar keinen Fall sofort mehr Fluggeschwindigkeit. Kritisch wird es jetzt besonders schnell dann, wenn sich das Flugzeug eh schon nah an der Mindestgeschwindigkeit für die aktuelle Konfiguration bewegt. Also beispielsweise jetzt mit eingefahrenen Flaps, einer niedrigen Fluggeschwindigkeit und einem hohen Anstellwinkel. Genau da würde jetzt das MCAS eingreifen. Der eben gerade erst beschriebene Effekt ist nämlich bei der Boeing 737 MAX sehr viel stärker ausgeprägt als noch beim Vorgänger. Denn um die neueren, größeren, effizienteren Triebwerke unter die Tragflächen der 737 zu bekommen, ohne viel am Fahrwerk verändern zu müssen, hat man die Triebwerke weiter nach vorne und weiter oben angebaut. Außerdem sind die neuen Triebwerke auch ganz einfach stärker als die alten. Sie können mehr Schub erzeugen und dadurch wird das Pitch-Up-Moment, das eben angesprochene Pitch-Up-Moment bei der 737 MAX weiter verstärkt. Dazu kommt, dass die Triebwerksgondeln bzw. die Triebwerke an sich, dadurch, dass sie eben so weit oben bzw. so weit vorne verbaut sind, sie können bei hohen Anstellwinkeln tatsächlich den von vorne kommenden Luftstrom daran hindern, die hinter den Triebwerken liegenden Tragflächenteile zu erreichen. Mit anderen Worten, die neue Boeing 737 MAX ist durch ihre Konstruktionsweise, durch ihre Bauweise sehr viel anfälliger dafür, bei falschem Fliegen des Piloten in Anführungszeichen, sehr viel anfälliger dafür, mit hohen Anstellwinkeln bei niedrigen Fluggeschwindigkeiten kämpfen zu müssen, beziehungsweise das Flugzeug landet ganz einfach schneller im Strömungsabriss, als es bei dem Vorgänger der Fall war. Das eingebaute MCAS nimmt sich jetzt beim manuellen Fliegen des Piloten den Anstellwinkel und die Fluggeschwindigkeit zur Hilfe, guckt dann nochmal, in welcher Flughöhe man gerade mit der entsprechenden Konfiguration unterwegs ist und entscheidet dann blitzschnell bzw. handelt blitzschnell, indem es das Flugzeug in einem Zeitabschnitt von 10 Sekunden nach unten trimmt. Die Nase des Flugzeuges wird durch das MCAS wieder nach unten gebracht. Die Hälfte des Pitch-and-Power-Fliegens übernimmt jetzt quasi dieses System. Ist nach diesen 10 Sekunden die kritische Situation nicht gelöst, erkennbar daran, dass das System noch immer einen zu hohen Anstellwinkel detektiert, dann wird nach einer kurzen Pause für wiederum 10 Sekunden weiter die Nase nach unten getrimmt. Das kann so lange weitergehen, bis der vorhin angesprochene Horizontal Stabilizer an seinem Limit angekommen ist. Dagegen kommt der Pilot nur durch das Betätigen des Elevators, also nur durch das Ziehen der Steuersäule nach hinten, nur durch das Betätigen des eigentlichen Höhenruders jetzt nicht mehr gegen an. Benutzt er mit seinem Daumen den vorhin angesprochenen Doppelschalter, also versucht selber zu trimmen, dann stoppt das System kurz, macht dann aber nach einer kurzen Pause von 5 Sekunden weiter. Nur durch das Betätigen der beiden Stabilizer-Trim-Cutout-Switches im Cockpit der Boeing 737 würde sich das System jetzt lahmlegen lassen. Im Cockpit gibt es außerdem keine Anzeige dafür, ob das MCAS jetzt arbeitet oder nicht. Und auch eine Anzeige für die beiden Anstellwinkelsensoren der 737 bzw. für die Werte, die diese beiden Sensoren liefern, gibt es im Cockpit nicht, denn das ist bei Boeing aufpreispflichtig. Mit anderen Worten, es ist quasi eine Sonderausstattung, diese Anzeige im PFD zu haben. Und auch die beiden abgestürzten Maschinen, die Lion Air 737 und auch die Ethiopian Airlines 737 MAX, beide Maschinen waren nicht mit dieser Anzeige ausgestattet. Dazu kommt dann ja auch noch, das habe ich in den letzten Tagen auch schon einmal erwähnt, dass das MCAS ja immer nur an einem der beiden Flugcomputer der 737 hängt. Also das switcht dann immer von Flug zu Flug und an dem jeweiligen Flugcomputer hängt dann auch nur ein Angle of Attack Sensor, also ein Anstellwinkelsensor. Ist jetzt zufälligerweise der Anstellwinkelsensor defekt, der an dem Flugcomputer hängt, der für diesen Flug für das MCAS zuständig ist, dann kann das MCAS auch nur aufgrund eines fehlerhaften Sensors fehlerhafte Inputs liefern. Das alles, während im Cockpit dann nicht einmal angezeigt wird, ob das MCAS überhaupt gerade aktiv ist, beziehungsweise werden dann ja auch nicht die beiden Werte der Anstellwinkelsensoren gezeigt, denn die würden dann bei einem fehlerhaften Sensor ja auch unterschiedliche Werte anzeigen und könnten dann als fehlerhaft identifiziert werden. Also ihr merkt schon, man kann sich da auf jeden Fall drüber streiten. Für die Risikobetrachtung bzw. für die Risikobewertung, gerade in der Fliegerei, verwendet man dafür oft das sogenannte Swiss Cheese Model von James Reason. Das ist eine bildhafte Darstellung für die Verkettung von Ereignissen, für die Verkettung von verschiedensten Fehlern, die erst gemacht werden müssen, damit es überhaupt erst am Ende des Tages zu einem Unfall kommen kann. Also man nimmt sich da für diese bildhafte Darstellung quasi mehrere Scheiben Käse hintereinander und all diese Scheiben Käse haben immer irgendwo Löcher und erst wenn all diese Löcher an einem bestimmten Tag aus welchen Gründen auch immer übereinander liegen, erst dann kann es wirklich zu einem Unfall kommen.
Einzelne Käsescheiben in dieser Darstellung können dabei beispielsweise für die tägliche Operation der eigentlichen Fluggesellschaft stehen. Die kann ein bisschen weniger gefährlich sein, wenn man beispielsweise mit einem hochmodernen Flugzeug immer von A nach B, von Hamburg nach Frankfurt fliegt, hin und zurück. Oder kann ein bisschen gefährlicher sein, wenn man den ganzen Tag mit 250 Flugzeugen durchs Himalaya-Gebirge ballert. Eine andere Käsescheibe kann dann für die technische Komponente stehen und wiederum eine andere Käsescheibe steht für die menschliche Komponente. Ihr versteht schon, worauf ich hinaus möchte. Dieses ganze Konstrukt, das kann man sicherer machen dadurch, indem man die Anzahl an Käsescheiben erhöht oder aber die Löcher in den einzelnen Käsescheiben immer weiter verkleinert. Das ist so also schon mal ganz logisch, oder? Und um jetzt dieses Käsescheibenmodell auf das MCAS anwenden zu können und das damit mal zu betrachten, ja, da findet man dann schnell heraus, dass es bei dem MCAS wohl nur ganz wenig Käsescheiben mit großen Löchern gibt. Die technische Komponente ist quasi nur noch eine halbe Käsescheibe. Es gibt nur einen Sensor, der dann für das MCAS zuständig ist. Dazu gibt es keine Anzeigen im Cockpit, was wiederum dafür sorgt, dass die Löcher in der nächsten Käsescheibe, die dann wiederum quasi die menschliche Komponente, also den Piloten darstellt, dass die Löcher da schon mal riesengroß sind. Und viel mehr Käsescheiben gibt es dann ja auch gar nicht, dann braucht man nur noch ein bisschen Pech und schon kommt da ein Unfall hinten raus. Also versteht mich nicht falsch, wir wissen ja noch gar nicht, ob bei diesen beiden Unfällen wirklich das MCAS die Hauptursache ist oder war. Und findet man das jetzt heraus, dann muss man sich sowieso nochmal die Frage stellen, warum denn die Piloten hier nicht richtig auf einen Fehler reagiert haben. Aber jetzt nur mal, um das Ganze zu Ende zu denken, um dieses ganze Konstrukt jetzt sicherer machen zu können, dann muss man weitere Käsescheiben hinzufügen, zum Beispiel in Form von Extra-Training. Das wäre eine weitere Käsescheibe. Das Training, was die Löcher in der menschlichen Komponente auf der anderen Seite ja auch nochmal kleiner machen würde. Dazu kommt dann jetzt noch ein Software-Update, eine weitere Käsescheibe, beziehungsweise eine Aktion, die die Löcher in den Käsescheiben weiter verkleinern würde. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Man kann da noch viel optimieren und das bleibt einem ja jetzt auch gar nichts anderes übrig, als das zu optimieren. Ja, jetzt wollte ich eigentlich nur das MCAS erklären und bin dann am Ende bei Schweizer Käse gelandet. Das war dann jetzt doch eher ein bisschen spontan, aber ich denke mal, damit konnte man das alles so ein bisschen verdeutlichen. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Schaut gerne mal bei den Aero News Germany T-Shirts vorbei, die es jetzt erst seit 3 Tagen ganz neu gibt. Und ja, dann bis morgen. Lasst es euch gut gehen und tschüss.